Aus Berlin das Thema bei Anne Will. Bürgerproteste gegen die Flüchtlingspolitik. Werden sie ernst genug genommen? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Dankeschön. Bürgerproteste gibt es überall in Deutschland. Bürgerinnen und Bürger, die protestieren, die sagen, sie hätten nichts gegen Flüchtlinge, aber sie hätten etwas gegen zu viele Flüchtlinge, zumal in ihrer Nähe. Sind diese Sorgen und Ängste von Bürgern berechtigt oder sind sie total übertrieben? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren hier bei uns. Und dazu haben wir eingeladen Jan Greve, der sich in Hamburg mit einer Bürgerinitiative gegen eine Massenunterkunft für 3000 Flüchtlinge wehrt. Diane Henniges ist da, die in Berlin-Moabit Flüchtlingen hilft. Ulf Küch ist da, der die erste Soko eingerichtet hat, die sich auf straffällig gewordene Flüchtlinge konzentriert. Der Landesvorsitzende der Berliner SPD, Jan Stöß. Und der ehemalige ARD-Kollege Armin Paul Hampel, der heute Vorsitzender der AfD in Niedersachsen ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Greve, Sie kommen aus Neugraben-Fischbeck, was ein Hamburger Stadtteil ist, glaube ich. Aber wo ist es genau? Ja, das ist ein Stadtteil im Süden der schönen Stadt Hamburg, direkt an der Landesgrenze zu Niedersachsen. Und viel genauer kann ich es gar nicht erklären. Nee, kennt nur nicht jeder. Sie kennen es freilich richtig gut, weil Sie dort geboren sind, aufgewachsen sind und weil Sie immer noch dort leben. Was ist da so schön, dass Sie nie weggegangen sind? Wir haben die wunderschöne Fischbeker Heide direkt in der Nachbarschaft, das heißt ein Naturschutzgebiet. Es ist einfach schön in Neugraben-Fischbek. Wir sind der letzte Zipfel der Stadt. Also bei uns fängt direkt ein großes Waldgebiet an, früher auch Naherholungsgebiet für Hamburger. Es ist schön in Neugraben-Fischbek. Und dieses Schöne, diese Stille, diese Natur, ist es das, was Sie sich dagegen wehren lässt, dass sich dort etwas verändert? Nein, darum geht das eigentlich überhaupt gar nicht. Also, der Ort und wo es liegt und so weiter, das ist gar nicht Thema unserer Bürgerinitiative und unserer Bewegung, die wir in Neugraben-Fischbek jetzt begonnen haben. Das sind ganz andere Sorgen und Nöte, die wir jetzt gerade mit der aktuellen politischen Lage in diesem Land und auch dann in Hamburg haben. Das erzählt nachher auch im Anschluss an unsere Sendung eine Dokumentation, die Kollegen vom NDR gedreht haben. Die kommt also um 0 Uhr und Ausschnitte daraus können wir jetzt auch mal zeigen, um dann vielleicht auch noch einen auch bildlichen Eindruck davon zu bekommen, wogegen Sie da in Neugraben-Fischbek kämpfen. Keine Ghettos für Flüchtlinge in Hamburg. Bürgerprotest im Stadtteil Neugraben-Fischbek. Neue Unterkünfte für 3000 Flüchtlinge sollen hier entstehen. Unweit eines Neubauviertels. Seit Jahren wohnt auch Familie Greve in Neugraben-Fischbek. Birte Greve, selbstständige Erzieherin, ihr Mann Jan, Computerspezialist und die drei Kinder. Bald haben wir wieder mehr Zeit. Also man kommt kaum noch zum Schlafen, man ist rund um die Uhr beschäftigt, erstmal mit seinem Job. Ganz normal. Und dann noch in der Bürgerinitiative. Beide sind voll eingespannt. Ihr Motto: Ja zur Hilfe, Nein zur Politik der Flüchtlingsghettos. Ihre Angst: In Neugraben-Fischbek könnte ein neuer sozialer Brennpunkt entstehen. Gegen Flüchtlinge sind wir überhaupt nicht. Also die Menschen haben ihren Grund, warum sie hierher kommen. Wir helfen da auch gerne mit. Aber wir sagen halt, dass diese große Anzahl an Menschen, dass uns das hier in unserem Stadtteil überfordern wird. Die Angst vor einem neuen sozialen Brennpunkt, sagen Sie da. Vielleicht, dass wir es besser verstehen. Was meinen Sie konkret, wovor Sie da Angst haben? Also dazu muss man sagen, dass Neugraben-Fischbek, obwohl ich es eben als sehr schön beschrieben habe, ein sozialer Brennpunkt der Stadt Hamburg ist. Das heißt, wir jetzt schon, also schon seit 30 Jahren. Das heißt, wir haben Hochhaussiedlungen, Neuwiedental, Sandweg. Wir haben schon lange mit Integration auch zu tun in Neugraben. Wir haben auch große Erfolge schon erzielt. Das hat auch wir haben dazugelernt im Verlauf der Jahre, Menschen zu integrieren. Wir leben mit ganz vielen verschiedenen Kulturen in unserem Stadtteil zusammen. Das heißt also, wir
wir haben da gar keine neue Situation, aber wir wissen, wie Integration gut gehen kann und auch, wie es sich anfühlt, wenn Integration nicht gut funktioniert. Und nach 30 Jahren haben wir immer noch Schwierigkeiten in unserem Stadtteil, die bis heute ungelöst sind. Und Sie haben Angst, wenn jetzt 3000 Menschen dazukommen, dann wird es nicht mehr klappen? Genau, die Aufgabe, die wir bekommen, sozusagen, der Auftrag, erscheint uns in Neugraben vielen Bürgern. Ich spreche natürlich nicht für alle Bürger. Wir haben auch ganz viele Bürger, die helfen jetzt, die also schon richtig aktiv in der CEA helfen bei uns. Ja, CEA, wir haben, was ist das? Das ist die zentrale Erstaufnahme. Da haben wir dann seit September auch einen Obi-Markt, der umgebaut wurde. Und da sind jetzt 400 Flüchtlinge schon untergebracht. Mhm. Sie helfen da nicht? Wir helfen auch. Also wir haben, also das ist Hilfe in dem Zusammenhang. Also wir haben auch Dinge vorbeigebracht, wir haben Kontakte hergestellt und haben da ein junges Mädchen, 16 Jahre alt, da haben wir Babyklamotten hingebracht, weil die hat schon ein Kind. Aber wir sind da jetzt noch nicht aktiv, jetzt, dass wir da jeden Tag hinfahren und irgendwelche Anleitungen machen. Das geht im Moment auch noch gar nicht. Aber es gibt noch eine weitere Initiative bei uns in Neugraben, die heißt Willkommen in Süderelbe. Und die arbeiten mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen und haben da eine Kinderecke und verschiedene andere Sachen. Frau Henniges, Sie leben und arbeiten in Berlin, im Berliner Stadtteil Moabit. Vielleicht die ihn nicht kennen, kann man sagen, es ist ein ärmerer Stadtteil. Es gibt einen hohen Migrationsanteil und es gibt eben auch Ihren Verein, den Sie mitgegründet haben, der Moabit hilft, heißt, der sich vor allen Dingen eben dem verschrieben hat, dass er Flüchtlingen hilft, die in Moabit auch oft als erstes registriert werden und dorthin kommen. Sie arbeiten auch an dem mittlerweile berühmt gewordenen LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, was es da gibt, wo Tausende von Menschen schon hingekommen sind, denen geholfen werden muss. Können Sie die Ängste von Herrn Greve verstehen, der Angst davor hat, dass so viele Menschen dann irgendwann seinen Stadtteil überfordern werden? Wahrscheinlich wird Sie meine Antwort überraschen, aber ich kann seine Ängste voll und ganz verstehen. Weil diese Form der Ghettoisierung, wie man es jetzt hat in Erstaufnahmeeinrichtungen, das hat natürlich keine Kompetenzen. Es birgt nichts, was Integrationsfähigkeit fördert oder was Menschen einfach die Möglichkeit gibt, ein individuelles Leben zu führen. Also es ist auch in keinster Weise möglich, sich da entsprechend zu entwickeln. Also natürlich ist die sprachliche Barriere auch ein Integrationskurs. Wenn ich dann ständig und stetig eigentlich immer gleichbleiben mit den gleichen Kulturen, gleichen Sprachfamilien zusammen bin, ist es häufig auch so, dass man isoliert ist von einer Gesellschaft, die gut tut. Ich rede nicht davon, dass es ein Entwicklungspotenzial bedarf bei Geflüchteten, weil das ist nicht vonnöten. Aber Sprachbarrieren etc. werden erhalten, alleine durch diese Großunterkünfte. Und klar müssen Menschen auch in Wohnungen. Sie müssen vernünftig auch Möglichkeit haben, individuell leben zu können. Und das geht nicht. Also das haben wir in den letzten Jahrzehnten gemerkt, das ist eine Form der Apartheid, die sich da entwickelt, die natürlich nicht zu befürworten ist. Also geben Sie Herrn Greve und seinen Mitstreitern recht, dass Sie sich gegen, so nennen Sie das auch, ein Flüchtlingsghetto. Ja. Also ich würde es so nennen und also die Praxis, die jetzt deutschlandweit eigentlich fast überall vorzufinden ist, auch in Berlin haben wir Tempelhof, da sind 10.000 Menschen angedacht. Das ist völlig absurd zu denken, dass diese Menschen in diesem Stadtteil die Möglichkeit finden, sich in den Bezirken anzumelden. Diese Menschen werden irgendwann einen Titel bekommen, diese Menschen werden ihre Familien nachholen, die Kinder müssen eingeschult in den Kindergarten gebracht werden. Das ist alles nicht möglich auf so große Unterkünften. Erstaufnahmeeinrichtungen bergen ein großes Potenzial an Unzufriedenheit. Würde mich auch unzufrieden machen, wenn ich 80 Duschen habe für 1.500 Menschen oder Duschcontainer, die mich einmal die Woche besuchen. Das ist natürlich keine Lösung, die auf Dauer irgendwas birgt, was für uns oder für diese Menschen irgendwie auch nur als menschenwürdig irgendwie sich begreifen könnte. Herr Stöß, Berlin macht das auch. Frau Henniges hat es angesprochen, auf dem Gelände des Flughafen Tempelhofs entstehen große Aufnahmeeinrichtungen. Zunächst 5.000 Menschen, dann vielleicht 10.000 Menschen, die da untergebracht werden sollen. Warum macht die Berliner Landespolitik offensichtlich, wie auch Hamburg, einen solchen, wie ich hier höre, Fehler? Ich glaube, man muss sich schon an der Stelle auch ehrlich machen und sagen, wie die Realität tatsächlich ist. Wir haben in der Berliner SPD noch im Mai beschlossen, dass wir genau dieses Konzept verfolgen wollen. Welches dass Flüchtlinge Konzept? Am besten untergebracht werden in Wohnungen, in Kiezen, in Quartieren, weil dort die Integration schneller gelingen kann.
Dann haben wir die Diskussion kurz danach gehabt, ist es eigentlich vertretbar, Flüchtlinge in Containerdörfern unterzubringen? Mhm. Über den Punkt sind wir eben leider jetzt schon ein ganzes Stück hinweg und sind einfach in der Situation, dass es nur die Frage ist, kommt morgens ein Zug an in Schönefeld, der 720 Flüchtlinge nach Berlin bringt oder 380. Meistens ist es der mit 720. Wir haben in Berlin es jetzt geschafft, schon 65.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist eine riesige Leistung. Aber auch wenn ich und auch eigentlich alle in der Berliner SPD daran festhalten, dass ein anderes Konzept besser wäre, sind wir jetzt so kurzfristig einfach nicht in der Lage, diese Zahl so schnell umzusetzen. Und wir wollen helfen, wir wollen die Aufnahme organisieren. Und meiner Meinung nach sind wir da auch ganz klar in der Verpflichtung. Wir wollen diesen Menschen, die nach Deutschland kommen, Hilfe leisten. Und da müssen wir sie eben auch unterbringen. Dazu gibt es in der jetzigen Situation nur die Möglichkeit, Notaufnahmeeinrichtungen und leider eben auch Großstandorte vorzusehen. Und das ist nicht richtig. Glauben Sie nicht? Das glaube ich nämlich nicht. Und wir haben Potenziale in dieser Stadt, auch in kleineren Unterkünften, bis 250 Personen. Wir hören immer wieder, da ist die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Man muss jetzt groß denken, man muss groß unterbringen. Wir haben viele ankommende Geflüchtete. Was ist mit den Immobilien? Was ist mit den Spekulationsobjekten, die überall leer stehen? Wie ist dieser massige Leerstand denn überhaupt noch irgendwie zu verantworten, wenn man sich überlegt, dass diese Menschen in Tempelhof in einem ehemaligen Hangar untergebracht werden, mit 15 Etagenbetten in einem Quartier. Das, für mich erschließt sich das nicht. Und wenn Sie mir sagen, es gibt nicht genug Leerstand, dann sind wir konträrer Meinung, weil wir haben tatsächlich, es gibt mittlerweile Websites, die das genau dokumentieren. Und wenn man da die Belegungsplätze wirklich aufsummiert, dann sind wir auch bei 10.000 Plätzen. Man muss sich halt nur bemühen und man muss von der Wirtschaftlichkeit abrücken und auf die Menschlichkeit zurückzugreifen. Ja? Ich bin mit Ihnen völlig einer Meinung, dass wir eine menschenwürdige Unterbringung brauchen. Sie haben das gesagt, Sie kommen vielleicht auf 10.000 Plätze. Das ist gut. Aber wir haben zurzeit die Situation, dass 15.000 Flüchtlinge im Monat nach Berlin kommen. Und die müssen wir unterbringen. Sie kennen ja die Situation auch ganz gut. Sie sind ja da wirklich sehr engagiert, was ich auch ausdrücklich anerkennen will. Aber eins ist eben klar, wenn man diese Aufnahme organisieren will, hat man jetzt eigentlich nur die Möglichkeit, alles gleichzeitig zu nutzen. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo wir sagen, entweder oder. Und erst recht, das will ich auch mal sagen, funktioniert es auch nicht, die Haltung zu haben, grundsätzlich ist ja Hilfe gut, das unterstelle ich Ihnen natürlich nicht. Grundsätzlich ist ja Hilfe gut und wir wollen helfen, nur bitte nicht vor unserer Haustür. Das funktioniert eben nicht. Ist das Ihre Motivation, Herr Grebe? Dass Sie sagen, bitte wasch mich, aber mach mich nicht nass? Nein, das ist gerade nicht meine. Und das ist überhaupt auch nicht der Ansatz unserer Bürgerinitiative. Sondern wir beschäftigen uns auch mit den Fakten, die die Frau Hennings eben angesprochen hat. Gibt es Alternativen? Mhm. Und bei uns muss man halt auch, man muss sehr, das möchte ich auch insgesamt nochmal sagen, man muss es wirklich sehr differenziert diskutieren. Ne? Wir reden über die schnelle Vermeidung von Obdachlosigkeit. Wir möchten nicht, dass die Menschen frieren und erfrieren auf unseren Straßen. Und dann müssen wir als nächstes überlegen, wie wir Integration schaffen. Das ist das oberste Ziel, das höre ich immer wieder in den Medien und das ist auch unsere Überzeugung. Diese Integration muss gelingen und wir dürfen nicht die Fehler machen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das haben wir Bürger verstanden. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, diese Menschen in Folgeunterbringung zu bekommen, es stellt sich die Frage, suche ich mir jetzt Plätze aus und bringe da, und die Zahlen sind nicht korrekt. Nee. Bei uns sind es eben halt nicht 3.000. Sondern daneben sind es 500 und 200 Meter, oder einen Kilometer weiter sind es noch mal 200. Da sind wir schon bei 3.700 und die Erstaufnahme mit 700 kommt dazu. Das heißt, unser Stadtteil soll 4.400 Flüchtlinge aufnehmen. Worüber wir jetzt sprechen, ist die Folgeunterbringung. Das heißt, das langfristig angelegte Wohnen. Und das neben dem Ort oder neben dem Stadtteil in einem riesen Gelände. Da fragen wir uns als Bürger, wie wir diese Prämisse der Integration schaffen sollen. Vor dem Hintergrund, dass wir ja auch schon früher Flüchtlinge aufgenommen haben und dass sehr lange Prozesse sind, diese Menschen zu integrieren. Und wir haben das geschafft. Aber das waren dann 300 und 4.400 oder 3.700. Das sind einfach Zahlen, Gerüste, wo wir sagen, nicht St. Florian, sondern ja. Wir nehmen diese Verantwortung an, Neugraben-Fischbeck, und da haben wir auch eine Zahl beschossen, was soll man in der heutigen Zeit machen, und haben gesagt 1.500. Und das ist schon eine große Zahl, wenn man bedenkt, dass die CDU am Anfang des Jahres noch 250 für unseren Stadtteil für zu viel empfand.
Also das heißt, wir liefern, wir möchten helfen, wir möchten uns engagieren, aber momentan ist zumindest in unserer Bürgerinitiative diese Dimension absolut unfassbar. Und wir können nicht glauben, dass das funktioniert, so viele Menschen in unseren Stadtteil zu integrieren. Was hat Ihnen denn jetzt die Hamburger Politik dazu gesagt? Also ich will auch sagen, wir haben den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz selbstverständlich angefragt. Er konnte nicht kommen heute Abend. Aber man hat uns mitgeteilt, ja, es gäbe ja ungefähr die Gründe, die Jan Stöß eben dargelegt hat, dass man sich der wahnsinnigen Aufgabe, auch der Belastung bewusst sei, aber keinen anderen Weg wüsste. Ist auch das, was man Ihnen bedeutet hat? Ja, wir mussten erstmal ja herausfinden als Bürgerinitiative, die ja mit Politik wenig zu tun hatte und sich spontan gegründet hatte, wer ist denn überhaupt zuständig? Wir sind dann in die Bezirksversammlung gegangen, um dann herauszufinden, okay, nein, das ist eigentlich ein Senatsbeschluss und dort ist es bei uns die BASFI, die Behörde für Arbeit, Soziales und Familie, die die Beplanung dieser Lösung des Problems gerade vornimmt. Und also mit denen haben wir noch nicht gesprochen. Da haben wir jetzt mit der Frau Leonhard am 14. Dezember unseren ersten Termin. Eine halbe Stunde haben wir gekriegt. und es ist aber in der Wahrnehmung schon so, dass auch dort, es heißt, in der Schnelle der Zeit können wir es nicht anders machen, es ist alternativlos. Und da bin ich bei Frau Hennings, das geht zu schnell. Wenn wir wirklich diese Gesellschaft zusammenhalten wollen und wenn wir die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen wollen, dann müssen wir uns einfach mehr Zeit nehmen, diese Folgeprojekte so zu gestalten, dass wir Bürger auch angstfrei mitgehen können. Und da ist eine große Bereitschaft, auch bei den vielen, die jetzt vielleicht noch nicht helfen. Aber wir sind ja die Menschen, die am Ende auch in den Schulen, in den Verabredungen, auf den Kindergeburtstagen, im alltäglichen Leben, neben unseren Berufen, auch wirklich Integration leben. Ne? Herr Krüch, Sie sind Chef der Braunschweiger Kripo. Und ich habe Sie eben beobachtet, Sie haben sehr viel genickt und auch dann und wann geschmunzelt. Ich glaube, an der Stelle, als Herr Grewe gesagt hat, er habe erstmal Schwierigkeiten gehabt, überhaupt rauszufinden, an wen er sich da wenden soll. Ich will Sie fragen, weil das auch der Titel unserer Sendung ist, nehmen die handelnden Politiker Ihrer Beobachtung und Ihrem Eindruck nach die Sorgen und Ängste der Bürger vor zu vielen Flüchtlingen ernst? Sie stellen mir jetzt eine Frage in zweierlei Hinsicht. Zum einen als Kripo-Chef in Braunschweig, als Verantwortlicher für die Sicherheit auch in dieser Stadt, aber auch gleichzeitig als ein Verbandsfunktionär des bundesdeutschen Kriminalbeamter. Und ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst steigt mein Innenminister tierisch aufs Dach, wenn ich anfange, politisch zu werden. Aber es ist egal, ich mache es trotzdem. Haben Sie bitte Mut. Sehr gut. Man muss sehen, die Braunschweiger Situation ist eine etwas andere, zumindest im Augenblick noch gewesen. Wir sind seit 12, 13, 14 Jahren haben wir eine Landesaufnahmestelle. Diese Landesaufnahmestelle ist in einer ehemaligen Bundeswehrkaserne untergebracht, gewesen und auch heute noch, in der die ausgelegt war für 400 bis 700 Menschen. Anfang des Jahres explodierten die Zahlen und wir hatten phasenweise 3.500, 4.000 Menschen in dieser Landesaufnahmestelle, wobei Braunschweig noch keine aufnehmende Stadt war. Das hat sich jetzt geändert. Seit Montag, ich war Montag in einer Bürgerversammlung bei uns in der Volkswagen Arena. Und da komme ich dann gleich mal zu, wie ein anderer Weg auch gehen kann, als wir vielleicht andere große Kommunen gemacht haben oder machen wollen. Denn Braunschweig ist ja auch nicht so ganz klein. Aber um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen. Wir haben festgestellt Anfang des Jahres, dass ein Stadtteil vollkommen in Unordnung geraten ist. Das ist nämlich der Stadtteil Krahlenriede bei uns in Braunschweig. Da wohnen 3.000 Menschen. Gut situiert, gut bürgerlich. Braunschweig ist eine gut bürgerliche Stadt, Universitätsstadt. Und wir haben also festgestellt, dass die Anzahl der Straftaten doch rapide angestiegen sind. Und in diesem Stadtteil? In diesem Stadtteil und insbesondere auch im innerstädtischen Bereich. Wir hatten es also mit verschiedenen Straftaten zu tun. Es hat diverse Einbrüche gegeben. Es hat aber auch diverse hochpreisige Ladendiebstähle gegeben. Also wo jetzt nicht Kleinkram weggekommen ist, sondern wo wir gesagt haben, das kann nicht sein. Da steckt was anderes, da steckt etwas mehr dahinter. Und so haben wir uns entschlossen, weil ich befürchtete, dass irgendwann die Bevölkerung vollkommen aus dem Ruder laufen wird, haben wir dann diese Sonderkommission gegründet und sind offensiv an die Bevölkerung rangegangen und haben gesagt, jawohl, wir haben da ein Problem und wir werden da offensiv gegen vorgehen und haben dann diese Sonderkommission gegründet, die sich ausschließlich mit den Menschen befasst, die über die Landesaufnahmestelle durch Braunschweig geschleust werden. Das ist also mittlerweile, hörte ich heute Morgen, sind es knapp 30.000 Menschen gewesen, die allein in diesem Jahr durch diese Landesaufnahmestelle gegangen sind. Flüchtlinge. Flüchtlinge, ja. Und zwar
aus allen Herren Länder. Es ist also jetzt nicht so, dass wir jetzt nur einen bestimmten Personenkreis haben. Wir haben Nordafrikaner, wir haben aus Zentralafrika. Wir haben sie also alle da gehabt. Und wir haben also festgestellt, dass offensichtlich ein kleiner Teil dabei ist, der Straftaten begeht. Und unsere Sorge war... Ein kleiner Teil. Ein kleiner Teil, ja. Mhm. Und unsere Sorge war es halt, dass dieser kleine Teil dazu genutzt wird, möglicherweise politisch für Unruhe zu sorgen. Wir haben in Braunschweig einen Ableger der Pegida, die regelmäßig jeden Montag durch die Innenstadt marschieren. Und die Sorge war halt, dass das übertrieben wird, dass das falsch interpretiert wird, was wir da haben. Und wir haben uns also intensiv mit der Problematik auseinandergesetzt und haben diese Sonderkommission gegründet, die mittlerweile aus 14 Beamtinnen und Beamten besteht, die sich ausschließlich um Straftaten, mit Straftaten befasst, die aus diesem Personenkreis heraus begangen werden. Ich sage, es sind relativ wenig. Es sind nicht viel, aber wir gehen da konsequent gegen vor. Mhm. Und zwar so konsequent gegen vor, dass wir die Justiz, die uns da sehr unterstützt, im Wege der Hauptverhandlungshaft beschleunigte Verfahren durchgezogen haben. Und ich sage mal, ich habe gestern in unsere Statistik reingeguckt, wir haben im Verhältnis zum vergangenen Jahr einen Rückgang an Straftaten der Stadt Braunschweig. Also die Polizei muss sich darauf einstellen. Vielleicht noch mal zur Polizei insgesamt. Nee, darf ich doch mal kurz an meine Frage erinnern, weil ich nachher noch zur Polizei zurückkommen will. Okay. Meine Frage war, haben Sie den Eindruck, dass die Politiker in Bund und Land die Ängste der Menschen, die Herr Grewe hier formuliert hat, Frau Henninges, auch ernst nehmen? Ich sage es mal so, Sie haben uns auch als Polizei nicht ernst genommen. Die Polizei ist genauso von der Entwicklung überrollt worden wie die Menschen in diesem Land. Und wir hätten uns schon eher gewünscht, und das gilt auch für die anderen beiden Gewerkschaften, dass man sehr viel früher mal mit uns gesprochen hätte und gesagt hätte, also wir haben jetzt das vor, das kommt jetzt auf uns zu. Was bedeutet das auch polizeilich für euch? Das ist relativ spät geschehen, in einem Bundesland ein bisschen eher, in einem anderen Bundesland ein bisschen später. Oder gar nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also wir haben es in Braunschweig also sehr früh gemacht, haben uns auch mit der Kommunalpolitik zusammengesetzt in diesem Zusammenhang. Und weil es jetzt um Integration geht, wir haben am Montagabend diese Veranstaltung gehabt in der Volkswagenhalle. Die Stadt Braunschweig wird an 16 kleinen Standorten kleine Wohneinheiten schaffen in unterschiedlichen Stadtteilen, um die Menschen, die jetzt Braunschweig zusätzlich aufnehmen muss, zu der Landesaufnahmestelle in das Stadtbild zu integrieren und ihnen auch die Möglichkeit zu geben. Es ist beabsichtigt, jede Wohneinheit mit einem Sozialarbeiter zu versehen, mit einem Hausmeister. Und das Ziel soll also sein, möglichst schnell diese Menschen, die aus den Landesaufnahmestellen dann herausgehen, innerhalb der Stadt zu integrieren, bis die Verfahren abgeschlossen sind. Und dann gibt es ja auch Freizügigkeit und dann können Sie ja letztlich auch hingehen, wohin Sie wollen. Wie sähe für Sie ein vorbildlicher Umgang von Bundes- und Landes-, auch Kommunalpolitikern aus? Wie könnte der gehen? Müssten die Menschen ihre Ängste verlieren oder müssten die Politiker ihnen die Ängste nehmen? Sowohl als auch. Also ich habe beobachtet in der Vergangenheit mit großer Sorge, dass natürlich die sogenannte Flüchtlingskriminalität immer wieder missbraucht worden ist, um ein parteipolitisches Süppchen zu kochen. Ich kann beweisen in Braunschweig, dass es da gar keine Auffälligkeiten gibt. Es sind weder Massenvergewaltigungen erfolgt, noch sind massenweise Einbrüche gewesen. Wir haben Straftaten gehabt. Stehen wir überhaupt nicht in Abrede. Aber da gehen wir konsequent gegen vor. Nur ich hätte mir gewünscht, auch für die vielen Kollegen hier in der Bundesrepublik Deutschland, dass wir sehr viel frühzeitiger auf dieses Phänomen eingestellt worden wären. Jetzt hinken wir teilweise in einigen Bundesländern mächtig hinterher. Stichwort Registrierung. Ja. Wir wissen zum Teil gar nicht, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist ein großer Frust auch für die Polizei. Ganz klar. Herr Hampel, Sie waren Journalist, ein ARD-Kollege. Sie haben im Hauptstadtstudio gearbeitet als Parlamentskorrespondent. Sie waren dann Korrespondent in Neu-Delhi, auch Leiter des Studios Neu-Delhi. Wir haben viel zu tun gehabt, auch in Afghanistan beispielsweise. Von dort berichtet aus wirklich heftigsten Krisen und Krisengebieten. Sind jetzt Vorsitzender des Landesverbandes der AfD in Niedersachsen. Begreifen Sie als inzwischen frisch gebackener Politiker, ist als Ihre Aufgabe auch, den Menschen die Ängste zu nehmen? Ich würde es anders sehen. Ich glaube, dass die Menschen zu Recht Verantwortung einfordern können und verantwortliches Handeln. Und ich gehe an sich in dieser Frage mit dem Ansatz ran, dass ich die Herrschaften, die hier um mich herum sitzen, am liebsten arbeitslos machen würde, beziehungsweise sie wieder ihrer normalen Beschäftigung zuführen würde, weil ich glaube... Herr Grewe ist Computerspezialist, den wollen Sie nicht arbeitslos also machen. Mit seiner Initiative zumindest will ich ihn weiter belasten. Ich bin vom Beruf Richter. Weil ich... Dann sind Sie da gut aufgehoben. Dann sind sie Historikerin, aufgehoben. Bin auch ganz gut aufgehoben. Weil ich glaube, dass diese Diskussion bei uns zu früh greift.
oder zu spät, umgekehrt, zu spät greift. Wir fangen an zu diskutieren, wenn die Menschen hier hingekommen sind, wenn sie an unseren Grenzen stehen, wenn es schon die ersten Schwierigkeiten gibt. Und ich bin der Überzeugung, dass man, und das ist eine Verantwortung der Politik, in diesem Falle der Bundesregierung, aber viel früher ansetzen muss. Aber Sie gehören doch jetzt zur Politik. Genau, viel früher. Wenn wir mitgestalten dürfen, werden wir das auch machen. Wir haben entsprechend Lösungsvorschläge gemacht. Dazu gehört unter anderem, dass ich es überhaupt nicht verstehe. Darf ich noch mal fragen, ob Sie es als Ihren Auftrag begreifen, Menschen die Ängste zu nehmen? Ich würde es erstmal als meinen Auftrag begreifen, die Ängste ernst zu nehmen. Das ist das Wichtigste. Und dann entsprechend mit ihnen umzugehen. Aber lassen Sie mich darauf zurückkommen, was ich für wichtiger halte. Bevor wir schon so weit sind, dass wir die Ängste der Menschen ernst nehmen, müssen wir doch im Vorfeld etwas tun. Und das wird konsequent nicht getan. Und inzwischen frage ich mich, warum. Sie haben es gerade erwähnt, ich habe mich nun ein bisschen in der Welt rumgetrieben und viele dieser Länder kenne ich. Überall, wo ich früher hingekommen bin, war als allererstes waren die Vereinten Nationen. Das war das UNHCR, das war das World Food Program, das war WHO, also die Weltgesundheitsorganisation. Die machen das seit 50 Jahren, Frau Will. Und die machen das manchmal vielleicht nicht perfekt, aber sie machen es gar nicht schlecht. Und jetzt muss ich von unserem gemeinsamen Kollegen Uli Gack aus dem ZDF lernen, dass in einem Flüchtlingslager in Dohuk, das ist unterhalb der türkischen Grenze, unter UN-Kontrolle, 600.000 Menschen sitzen. 600.000 Menschen. Und die UN war bis vor wenigen Wochen in der Lage, den $30 im Monat zu bezahlen. Mhm. Ich füge immer so rein, $30 im Monat ist, das, ist der Mindestlohn einer Näherin in Bangladesch. Also es ist schon ein Geld für sie. Auch wenn es wenig ist. Und die Flüchtlinge sagen ihm das ins Mikrofon und sagen, $30, das ist wenig, aber wir können das schaffen damit. Und jetzt war die UN gezwungen, weil sie kein Geld mehr hatte, weil die westlichen Länder sie nicht mehr unterstützt haben, dieses Geld auf $9 im Monat zu reduzieren. Und selbstverständlich machen sich dann die Menschen auf den Weg. Das würden wir ja auch machen. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen. Einmal die Stärkung der Vereinten Nationen mit den schon etablierten Hilfsorganisationen und Programmen. Bevor dann Frau Henning sich engagiert, sind die da unten professionell. Ich will sie jetzt nicht angehen deswegen. Aber die machen das ja. Das ist das eine. Und wenn ich das noch zu Ende sagen darf, gestatten Sie mir das. Und dann haben wir doch eine Situation, wo Menschen dort unten zu 100.000 im Libanon, in der Türkei, in Jordanien sitzen. Und um die kümmert sich keiner. Nur, und weil wir das alles gehört haben, was das für Kosten erzeugt in Deutschland. Herr Hampel, ich würde Sie gerne nach Neugraben-Fischbeck holen. Da haben wir ja kennengelernt, wo das ist. Ja. Und ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie die Ängste derer, die dort umgehen müssen mit Menschen, die längst hier sind, die aus den beschriebenen Ländern kommen, die hier verteilt werden müssen, wo die Hamburger Landespolitik sagt, sie baut diese Unterkunft gleich vor den Toren, vor der Tür von Herrn Greve, ein bisschen weiter weg, aber gleich in seinem Stadtgebiet. Was würden Sie denn jetzt, wenn Sie das zu lösen hätten, tun? Würden Sie dann verfahren, wie Hamburg das macht, oder würden Sie es viel, viel schlauer machen? Ach, mit viel, viel schlauer ist das, glaube ich, immer so schnell gesagt. Ich glaube auf jeden Fall, dass man erstmal die Sorgen ernst nehmen muss, die in dem Stadtteil explodiert werden. Und wie? Wie würden Sie und dass man dahingehend die Menschen entweder sagt, wenn die selber schon anbieten und sagen, also 1500 können wir verkraften, das kommt aus der Bürgerschaft, die das Angebot bringen und sagen, das kriegen wir hin, dann muss ich das doch ernst nehmen und muss erstmal das akzeptieren, nicht nur, sondern willkommen heißt, dass sie 1500 bereits in ihrem Shuttle aufzunehmen. Herr Greve, warum ist es Ihnen, obwohl Sie jetzt hören, dass Herr Hampel das anständig findet, was Sie sagen und auch respektabel findet, warum ist es Ihnen wichtig, nicht auf keinen Fall mit Pegida und auf keinen Fall mit der AfD in einen Topf geworfen zu werden? Ja, weil das verbrannter Boden ist. Und wenn man als Bürger dieses Thema anfasst, also das merken wir ja in unserem Stadtteil auch. Also es gibt ja eine Zeit lang gab es so eine gewisse Polarisierung. Entweder bist du Teil der Willkommenskultur oder du bist Skeptiker, beziehungsweise es ging ja noch weiter, oder du bist Feuerschmeißer. So. Und da gibt es eine große Menge Bürger, die... Feuerschmeißer meint, sowas. Ja. Also dazwischen gab es ja wirklich wenig Berichterstattung, aber eine sehr große Gruppe in der Bevölkerung, meiner Ansicht nach, hat das Ganze mit einer gewissen Skepsis gesehen
und das Unwohlsein, was ich vorhin auch beschrieben habe, gespürt, aber sich nicht getraut, auch das Wort zu ergreifen und ihre Ängste, ihre Sorgen zu artikulieren. Und das, was wir in Dresden gesehen haben im Verlauf des letzten Jahres, insbesondere dann zum Schluss auch eine gewisse Radikalisierung, hat uns natürlich bewogen, von vornherein zu sagen, nein, also wir möchten mit der Politik, mit den Medien zusammen dieses Thema bearbeiten. Mhm. Wir fühlen uns als der politisch gebildete Bürger, hat man uns in der Schule gesagt. Wir möchten gerne Teil des Prozesses wieder werden. Wir haben uns vielleicht etwas zu lange nicht so sehr drum gekümmert. Aber mein Bruder sagte zum Beispiel, Jan, es fehlt der politische Diskurs, der demokratische politische Diskurs. Und um da... Er gehört zur Demokratie. Und um dort wirklich auch anfangen zu können, haben wir gesagt, also wir trennen uns ganz klar von Tendenzen, die eben halt die extremistischen Flanken sozusagen ausmachen in der Diskussion. Hat die etablierte Politik, Herr Stöster, was versäumt? Also ich glaube, als erstes gehört zum Ernstnehmen, dass man die Wahrheit sagt. Dass man sagt, wie die Situation tatsächlich ist. Und dazu gehört auch, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und da können Sie warum jetzt, wird gelacht? Ich habe nicht verstanden, Frau Ministerin. Ja, also hinsichtlich der Aufgabe, die wir gerade leisten am Lage, so ist das. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie gehören zu dieser Landesregierung. Und das ist. Ich wurde gefragt, ich habe geantwortet. Dass ich da regelmäßig auch vor Ort bin und dass es so ist, dass es da eine gemeinsame Anstrengung gibt. Sie zeichnen ohnehin so ein bisschen dieses Bild. Die Politik, das ist eine abgehobene Kaste, die sich nicht darum kümmert. Es sind auch ganz viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Es sind ganz viele. Mein Eindruck ist es übrigens nicht, wenn Sie mich gemeint haben. Mein aber Eindruck ist riesig, das habe ich mir gedacht. Ja. Woher kommt das wohl? Das habe ich mir gedacht. Und ich finde auch, Sie müssen aufpassen, dass Sie genau diesen Punkt eben nicht bedienen, dass Sie die Ängste und Befürchtungen der Bevölkerung für ein ganz mieses politisches Spiel missbrauchen. Da sage ich Ihnen ganz klar. Von Missbrauch ist da nicht die Rede. Da bin ich davon überzeugt, dass es wirklich darum geht, vor Ort sich den Realitäten zu stellen und dafür zu sorgen, dass solche Missstände, wie es zugegebenermaßen am Lage so, die auch dort bestehen, dass wir uns da gemeinsam dafür einsetzen, mit den Leuten, die politisch aktiv sind, mit den Ehrenamtlichen und auch mit den Leuten, die sich in der Verwaltung wirklich krumm machen und bis an die Grenze ihrer Belastung gehen, diese Herausforderung jetzt zu stemmen. Ich bin sicher, dass wir da auch gar keinen Dissens zwischen uns haben. Klar, es können Dinge besser laufen und können Dinge besser organisiert werden. Aber der Kern und die Kernentscheidung, will man helfen, trifft man diese Grundentscheidung, dass wir Menschen, die vor dem Bürgerkrieg buchstäblich um ihr Leben fliehen und hierher kommen, auch aufnimmt und die Aufnahme organisiert? Oder ist man der Auffassung, dass die Leute eigentlich gar nicht kommen sollten? Sie sind ja kein Politiker in Jordanien oder in der Türkei, sondern wir müssen ja uns den Problemen hier stellen. Und dafür will ich mich mit Ihnen auch gemeinsam einsetzen, mit den Ehrenamtlichen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die Gesellschaft eben auch nicht zerreißen. Spalter können wir in unserer Gesellschaft nämlich nicht gebrauchen. Herr Hampel, was denken Sie? Auf wie viele Seiten hat sich die Hamburger Landesregierung zu erklären versucht, um zu begründen, warum sie etwa solche Massenunterkünfte... Auf wie viele Seiten hat die Hamburger Landesregierung begründet, warum sie sich zu nichts anderem in der Lage sieht, als eine entsprechende Massenunterkunft zu bauen? Das müssen Sie den SPD-Freund von Herrn Scholz fragen, wie viele Seiten die dafür gebraucht haben. Schätzen Sie mal, Herr Hampel. Eine? Nee, es waren 33 Seiten, okay, die wirklich gut begründet darlegen, warum man sich im Moment nicht anders in der Lage sieht. Warum haben Sie keinen Respekt davor? Das ist gar nicht die Frage. Wenn hier nur gesagt wird, die Politik kümmert sich, dann ist das doch ein Unding. Bei uns wird seit Monaten von der Bundesregierung und damit auch den fortfolgenden Landesregierungen ein kontinuierlicher Rechtsbruch begangen. Also nicht nur die bestehenden Gesetze verbindet. Entschuldigen Sie, das ist ja das Wichtigste überhaupt. Der Umgang so gewählt wird. Frau Böhl, das ist doch das Wichtigste überhaupt. Was? Wenn Sie eine Regierung haben, die nicht nur das Recht bricht, sondern auch noch die Verfassung. Es ist ja nun klar geschrieben, Artikel 16 Absatz 2 regelt das an sich eindeutig. Und eine Regierung kümmert sich nicht mehr darum. Eine Landesregierung auch nicht. Dann wundern Sie sich, warum die Menschen kein Vertrauen mehr in ihre Politik haben. Das wundert mich dann wieder. Das ist doch ein Unding. Und vor allen Dingen, man öffnet damit, Frau Will, eine Büchse der Pandora.
Das ist kein Kappes, den ich erzähle, sondern was da passiert, ist ja, dass wir eine Regierung haben, die unkontrolliert, das Parlament nickt ja nur noch ab, da passiert ja nichts mehr im Bundestag. Übrigens auch die Gerichte nicht mehr, das Bundesverfassungsgericht sagt nichts mehr. Hier findet ein Verfassungsbruch statt. Und den kann eine Politik fortfolgend mit anderen Themen in Zukunft dann auch machen. Das ist jetzt aber Wahlkampf, dann können wir vielleicht Demokratie wieder mit Flüchtlingen weitermachen. Ja, das ist aber eine kleine Sache. Danke. Und jetzt fragen Sie mich, ob das nicht schön ist, wenn die Sozialdemokraten in Hamburg nach Monaten auf die Idee kommen, 33 Seiten vorzuschreiben, um den Bürgern zu erklären, wie es geht. Das ist ein bisschen sehr spät. Das Vertrauen, lieber Mann, haben Sie schon längst verloren. Herr Stöß, da müssen wir darauf antworten, noch kurz. Also erstmal unterliegen Sie, glaube ich, einem Missverständnis, was die Auslegung der Verfassung angeht. Da will ich aber mit Ihnen jetzt gar nicht drüber diskutieren. Um Gottes Willen, bitte nicht mit dem AfD-Vertreter. Da brauche ich, ich glaube, dass Sie sich mal darauf besinnen sollten, dass wir in unserer Verfassung in Artikel 16 und 16a auch den Grundsatz verankert haben, dass wir Flüchtlinge die politisch verfolgt in unserem Land aufnehmen. Dann sagen Sie es bitte auch, nennen Sie auch beide Artikel. Und gerade dagegen ziehen Sie ja nun zu Felde. Nein, dann nennen Sie bitte auch beide Absätze in dem ja. Verfassungsartikel 16. Also, dann nennen Sie ihn. Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass Sie immer ganz genau dann wissen, Sie warum mal. Es warum Unsere es Zuschauer jetzt und Zuhörer wollen ja wissen, worum warum es geht. Jetzt gerade nicht geht und immer nicht geht, konkret Flüchtlinge aufzunehmen. Und die AfD hat sich da ja sehr deutlich positioniert. Auch Ihr Kollege Landesvorsitzender aus Thüringen hat da sehr deutliche Sprüche von sich gegeben. Ich bin ganz klar davon überzeugt, wir müssen uns den konkreten Integrationsarbeit leisten. Haben wir in Berlin Schwierigkeiten, aber wir haben auch eine Menge Erfolge. Wenn Sie sich ansehen, wir schaffen es zum Beispiel, die Flüchtlingskinder 5.000 in Berlin in den Willkommensklassen zu beschulen. Dafür sind 700 neue Lehrer eingestellt worden. Wir arbeiten daran, dass die Integration in den Arbeitsmarkt klappt. Und in der Tat, wir setzen in Berlin darauf, dass wir innerhalb von einem Jahr 30.000 Wohnungen in Modularbauweise herstellen können und setzen auch darauf, dass wir bei uns nicht dazu kommen, dass wir jetzt Riesenstandorte erzeugen. Denn das ist ja jetzt die Aufgabe, die sich als nächstes stellt. Wie funktioniert die Integration der Menschen, die dauerhaft hier bleiben werden? Zunächst mal haben Sie aber auch noch ein Problem. Sie haben eben gesagt, dass Sie gestern auch wieder da waren, sich die Zustände vor Ort angeschaut haben. Ein Problem damit, wie geht man um mit denen, die gerade ankommen, die sich registrieren lassen müssen und die dann kommen zu dem mittlerweile heute Morgen gab es einen Artikel in der New York Times selbst darüber, weltweit bekannt gewordenen Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz LAGESO genannt, wo es folgende Zustände gibt. Bilder sind das von Mitte November, die aber, glaube ich, immer noch das zeichnen, was da los ist. Hunderte Flüchtlinge harren vor dem LAGESO in der Kälte aus. Wer um diese Uhrzeit nicht hier ist, hat kaum Chancen, heute noch bei der Flüchtlingsbehörde dranzukommen. Auch Familien mit Kindern müssen im strömenden Regen anstehen. Wir dürfen die Kinder nicht alleine in der Asylunterkunft lassen. Der Heimleiter hat gesagt, wir sollen sie mitnehmen. Schon 4 Tage steht die Familie jeden Morgen an. Als das Tor geöffnet wird, ist der Druck der vielen Menschen zu groß. Die Situation gerät außer Kontrolle. Die Flüchtlinge stürmen auf das Gelände der Behörde. Einige sind am Ende ihrer Kräfte. Ein junger Mann kollabiert. Berlin ist eine Schande für die deutsche Regierung als Hauptsitz. Hamburg kriegt das geregelt, München, Passau, alle anderen. Und Berlin, das ist peinlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist einfach peinlich. Herr Stöß, warum lässt die Berliner Landesregierung das zu, dass diese Zustände, die ja für wahr unhaltbar sind, die Sie selber auch beschämend nennen, dass die nun über Monate schon andauern? Also der regierende Bürgermeister Michael Müller hat in seiner Regierungserklärung vor 14 Tagen auch sehr deutlich gesagt, dass diese Zustände so nicht länger haltbar sind und dass wir das auch nicht mehr sehen wollen. Deshalb kann ich Ihnen auch auf Ihre Frage, kann man darauf stolz sein? Nein, da muss man sich auch nicht nur heimlich, da muss man sich auch nicht nur heimlich dafür schämen. Es ist jetzt so, dass eine Menge Dinge angegangen worden sind. Das klappt alles nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das Grundproblem, das wir haben, das haben Sie richtig angesprochen, wir haben über lange Zeit, über Jahrzehnte eigentlich, eine Politik verfolgt, auch unter
Applaus der Wissenschaft und der Medien, wo gesagt worden ist, privat kann es besser als der Staat. Wir müssen Stellenabbau betreiben. Der schlanke Staat ist das Vorbild. Und jetzt sehen wir an einer solchen Struktur wie am Lageso, dass die Verwaltungsstrukturen dann so ausgezehrt sind, dass sobald etwas passiert, was über das alltägliche Geschäft hinausgeht, ganz große Schwierigkeiten bestehen oder das System tatsächlich kollabiert. Und da sage ich Ihnen auch, jetzt haben wir eben die Situation, dass unsere Stadt Berlin am Ende dieses Jahres 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr haben wird, nicht nur Flüchtlinge, sondern weil die Städte, die Metropolen insgesamt wachsen. Und deshalb müssen wir daraus die Konsequenz ziehen, dass wir für einen Staat, der unter Wachstumsbedingungen funktionieren muss, der Flüchtlinge aufnimmt, aber auch insgesamt das Wachstum bewältigen muss, dass wir da mehr qualifiziertes Personal in der Verwaltung brauchen, mehr qualifiziertes Personal in der Polizei und wieder darauf achten, dass der öffentliche Dienst seine Aufgabe auch erfüllen kann. Frau Henninges, Sie arbeiten dort, ja, Sie haben ursprünglich ehrenamtlich gearbeitet, sind inzwischen von der Caritas dort bezahlt. Das ist ja schon eine Bemühung dann gewesen, dass man etwas verbessert, indem man Sie beispielsweise anstellt. Warum kriegen Sie es dennoch nicht besser hin, alle gemeinsam? Ich lasse das gern gelten, was Herr Stöß sagt. Ein Monat lang, zwei Monate lang, drei Monate lang vielleicht, dass es man überrannt wurde. Oder man redet ja immer von Katastrophen hinsichtlich der Flüchtlinge. Es sind immer Fluten und Wellen, die uns da überkommen. Davon habe ich nicht geredet. Wir haben 800.000 Menschen, die jährlich aus Deutschland abwandern. Das sind auch keine Fluten und Wellen, die sich gegen Ausland machen. Aber wenn sie denn zu uns kommen, sind es immer Katastrophen. Ich kann es und will es auch gar nicht gelten lassen, dass es nach sechs Monaten... Entschuldigen Sie, lassen Sie mich ausreden. Ich war auch höflich, habe Sie auch ausreden lassen. Nach sechs Monaten bin ich wirklich auch als Bürger und auch jemand, der seit Jahren mit Flüchtlingen arbeitet, kann ich kein Verständnis dafür aufbringen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Sie ist menschenunwürdig. Wir haben den wichtige Paragraphen, die zu beachten sind, Grundrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die ist sie in Berlin schon lange. Sie ist schon seit Monaten antastbar. Menschen, Kinder, Babys schlafen unter Brücken, Straßen. Es wird nicht lange dauern. Wir werden den ersten Toten haben. Und ich muss wirklich sagen, das ist keine Flüchtlingskrise, die wir in Berlin haben. Es ist eine Verwaltungskrise. Und diese Verwaltungskrise basiert auf jahrelanger Unterfinanzierung von wichtigen Behörden, wo wir vor Jahren auch mit Flüchtlingsrat flankiert von Hunderten von Initiativen gesagt haben, so nicht. Es war immer ein Flaschenhals. Das BAMF war vor Jahren schon klar, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, es wird so nicht den Menschen standhalten können, die da nach Hilfe suchen. Es ist ja auch, klar sind die Zahlen dieses Sommers überraschend, aber so überraschend auch nicht, dass ich mir jetzt, ich persönlich sagen kann, dass wir nicht wissen, was wir tun müssten nach sechs Monaten Verwaltungsaufbau, der sich angeblich ja in Berlin so exakt zeigt, laut Herrn Scheier, Herrn Gerstle und den Herren, die Herrn Müller so schön flankieren. Und darf ich das vielleicht noch ganz kurz kommentieren? Unbedingt. Ich würde gerne nur eine Frage dazu stellen, wenn Sie gestatten. Gut. Nämlich riskiert die Berliner Landespolitik, indem sie die Zustände jetzt so lange schon zulässt, riskiert sie nicht nur die Gesundheit der Flüchtlinge, was Frau Henninges angesprochen hat, sondern riskiert sie auch die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung und auch der Helfer selber, irgendwann mit Füßen zu treten und diese total zu demotivieren. Also ich sage das gern nochmal. Ich kann das auch nicht so stehen lassen, dass das Bild gezeichnet wird, dass das ausschließlich ein Berliner Problem wäre. Sie haben ja richtig gesagt, das BAMF ist ja keine Einrichtung, die von Berlin getragen wird. Es gibt kein einziges Bundesland in der ganzen Bundesrepublik, die die Erstaufnahmestelle nicht unter einem geschlossenen Dach hat. Doch, das muss ich einfach sagen, weil Sie sagen jetzt, ist es nicht individuell. Darf ich? Also, wir haben am Lageso keine Zustände, auf die wir stolz sind, aber wir haben am Lageso auch eine Situation, die wir in vielen anderen Bundesländern und Städten auch haben, nämlich, dass es binnen kurzer Zeit schwierig ist, eine so große Aufnahme zu bewältigen. Sie kennen ja die Situation, Sie nehmen ja jede Woche an dem Koordinierungsstab teil. Ja. Es ist nicht mehr das Problem, dass es jetzt um die Erstaufnahme geht, sondern es sind diejenigen Flüchtlinge, die sich jetzt immer ihre Verlängerung, Unterbringungsgutscheine, auch das Taschengeld auch abholen müssen. Und da sehen wir jetzt das Problem, dass das auch Folgen übrigens von Regelungen auf Bundesebene sind, die sagen, man soll ja regelmäßig sich jetzt und nicht über längere Zeiträume die Hilfe leisten. Abholen. Das heißt, die Flüchtlinge stehen jetzt binnen kurzer Zeit immer wieder da und stellen sich eben dann auch schon sehr früh abends dort ab. Das ist eine Situation, mit der wir nicht glücklich sind. Aber Berlin hat als größte Kommune auch besonders viel Ansturm dort zu bewältigen.
Es kommen übrigens auch viele, Flüchtlinge zu uns über die proportionale Verteilung hinaus. Bayern hat zwar den ersten Ansturm, aber die regelmäßige Aufnahme ist jetzt vor allen Dingen in Berlin sehr stark, weil viele Flüchtlinge sich auch individuell direkt dann in Berlin anmelden. Und deshalb haben wir bei uns auch besonders viel damit zu tun. Aber wir haben auch schon besonders viel bewältigt. 65.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Was passiert, Herr Stöß, ist doch, dass, ist keine kleine Last. Dass Sie überall... Diese Bilder verbreiten sich, ja, ich habe es gesagt. Das waren ja Ausschnitte aus Kontraste. Das ist ein bundesweit gesehenes Politikmagazin der ARD, kennen Sie natürlich, kommt vom RBB. Die New York Times hat berichtet, überall die Süddeutsche, wer nicht alles hat, geschrieben über das Lageso. Sie setzen damit ganz klar ein Signal von Überforderung, was überall wahrgenommen wird als solches. Geben Sie damit in Wahrheit nicht Herrn Grewe recht, der sich Sorgen macht vor Überforderung? Wir setzen das Signal, dass wir jetzt alles daran setzen, diese Situation zu bewältigen. Das sieht aber niemand. Ich war gestern Nacht wieder da. Nein, aber auch mal zugeben. Ich habe ja für einen Stöß aber trotzdem Verständnis, weil wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch die Verwaltung, wir haben die Verwaltung, die da ist. Wir haben die Bevölkerung, die da ist. Und wir können uns nicht wünschen, alles perfekt hinzukriegen. Und deswegen befinde ich mich und auch das ganze Land aus meiner Sicht in einem riesengroßen Dilemma. Das, was wir an Hilfe leisten wollen und das, was wir offensichtlich gerade an Hilfe leisten können, zumindest in diesem Lageso, ich kenne mich da nicht so aus, wenn es in anderen Bereichen klappt, dann sind da vielleicht noch Kapazitäten. Aber wir müssen uns ja irgendwann doch mal die Frage stellen, ist so eine Entwicklung endlich? Ist das in der Bevölkerung endlich und ist das auch verwaltungstechnisch endlich? Dass man irgendwann nicht mehr kann. Und dass, wenn die Bundeskanzlerin eben halt von dem Paragraph 16a spricht und sagt, er hat keine Obergrenze, dann beobachte ich das als Bürger einfach so, dass ich sage, nein, für mich sieht es so aus, als könne dieses Land irgendwann auch nicht mehr. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber wenn ich Aussagen höre, jo, wir schaffen das, und dann 33 Seiten geschrieben werden, warum es in Neugraben-Fischbeck so gemacht werden muss, und viele der Neugrabener Fischbeker sagen, nein, so schaffen wir das nicht, dann haben wir da ja ein Spannungsfeld, was ich als Bürger nicht lösen kann. Ich kann nur sagen, was ich tun kann, aber ich kann das nicht lösen. Aber ich glaube, entschuldigen Sie, wenn Sie das jetzt auch wieder aufgreifen, Paragraph 16, 16a, dann muss man auch mal erklären, was das heißt. Und es ist ja einfach auszudrücken, der Artikel 16 des Grundgesetzes sagt, Menschen genießen bei uns, politisch Verfolgte genießen Asyl. Genau. Der Absatz 2 schränkt das ein und sagt, Menschen, die schon, salopp ausgedrückt, in europäischen Nachbarländern sich aufgehalten haben oder in sicheren Drittstaaten, dann gibt es kein Asylrecht. Man muss doch die Dinge vom Anfang an denken. Was würde das ändern, wenn man jetzt weiß, dass aufgrund von Artikel 16a Grundgesetz nur 2% derer, die kommen, angenommen werden und Asyl genießen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist doch nicht die große Zahl. Nee, ich frage Sie das nur, weil Sie das permanent bringen, als wäre das eine Art Vorschlag zur Lösung. Nein, das ist kein Vorschlag, sondern darüber denken doch die Menschen nach. Sie fragen doch nach, ob die Menschen mitgenommen werden, Verständnis haben dafür. Ja, das haben wir aber auch zum Beispiel schon in dieser Sendung schon mal erklärt. Wie sollen Sie Verständnis, Frau Will, dafür entwickeln, wenn hier erstmal nicht nur ein Rechtsbruch stattfindet, sondern das in einer Größenordnung, wir haben es ja gerade gehört, in einer Größenordnung, bei Ihnen war das ja die Bankrotterklärung und die Bilder unterstreichen das ja, dass eine Großstadt wie Berlin es einfach nicht mehr schafft. Und wenn Hamburg Bürger hat, die sagen, 1500 nehmen wir gerne. Nein, ihr kriegt 3000, 4000 in einer Arroganz der Macht. Ihr macht das jetzt einfach. Ende, aus. Es gibt Landräte, die verordnen den Bürgermeistern, das wird jetzt so gemacht, basta. Dann ist das doch nicht mehr Politik für die Menschen. Aber nochmal dann gefragt, was ist an Ihrer Argumentation oder an dem, was Sie bislang vorgeschlagen haben, Politik für die Menschen, wenn nochmal nur 2% derer, die kommen auf Basis von Artikel 16a Grundgesetz hier bleiben, überhaupt in Asylverfahren kommen und 98%, ich kann es nicht präzise sagen, da sind ja auch noch andere bei, aber aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention bei uns. Wann wollen Sie da austreten? Nein, oder was soll Deutschland machen? Nein, natürlich nicht. Die Genfer Flüchtlingskonvention gilt für alle europäischen Länder und für uns genauso. Aber wir haben das sogar... Aber auch für die Syrer? Bitte? Und auch für die Syrer selbstverständlich? Ja, selbstverständlich. Ja, die kommen doch. Ja, das ist ja auch in Ordnung. So. Ich sage ja gerade, politisch
Politisch Verfolgte genießen Asyl. Das ist die Aussage, die wir uns 1948, 49, als die Gründungsväter des Grundgesetzes zusammensaßen, aufgeschrieben haben. Übrigens politisch Verfolgte, auch das muss man dezidiert sagen, das wird heute immer mit Flüchtling, Migrant, Asylant durcheinandergeschmissen. Politisch Verfolgte steht im Artikel 16. Aber nochmal, wenn ich die Menschen jetzt damit konfrontiere, dass wir eine Größenordnung in Deutschland erreichen, wo viele eben ganz bewusst in dem Erlebnis, wie Herr Grewe das schildert, sagen, wir schaffen es nicht mehr. Ja. Dann ist es dann aber ist die Regierung nicht zu lösen. Gefordert, das sage gefordert, Lösungen zu finden. Und dann müssen Sie... Dem, worüber wir hier gerade sprechen, Herr Hampel, ohne Ihnen nahe treten zu wollen. Aber es ist eben nicht lösbar über den Artikel 16a Grundgesetz. Das Problem, dass Herr Grewe hier vorträgt, dass Frau Henniges hier vorträgt, bei dem wir heute Abend uns ehrgeizig auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir uns es genau anschauen wollen und eben auch im Zweifel ernst nehmen wollen. Deshalb unterbreche ich Sie an der Stelle und will weitermachen mit Ihnen, Herr Küch, um mal drauf zu schauen, wie viel Ehrlichkeit eigentlich in dieser Debatte herrscht. Sie haben ja eben uns schon einen kleinen Einblick mal gegeben darüber, was Sie sich ausgedacht haben mit dieser Soko. Warum war Ihnen das wichtig, dass Sie die in Braunschweig etablieren? Ja, weil ich also diese ganzen akademischen Auseinandersetzungen der Spitzenpolitik als Polizeibeamter, als Kripo-Chef und als Gewerkschafter überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil die bringen uns nicht einen Millimeter weiter, ob das der Artikel 16, die sind alle hier. Sie sind jetzt alle da und wir müssen jetzt mit der Problematik umgehen und müssen jetzt sehen, dass wir eine Lösung finden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, und das geht auch mal in Ihre Richtung, was mir jetzt als Polizeibeamter vollkommen aufstößt, ist, wenn man diese ohnehin schon aufgeheizte Diskussion dann auch noch durch gezielte Falschinformationen in der Bevölkerung aufheizt. Stichwort vergewaltigte Kinder, missbrauchte Frauen. Diese Gerüchte haben auch bei uns in der Stadt zu großen Irritationen geführt. Das darf nicht passieren. Da müssen Sie auch einfach sich mal an die eigene Nase fassen in Ihrer Partei und einfach mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Gehen Sie zu Ihrer örtlichen Polizeidienststelle, erkundigen Sie sich, was tatsächlich los ist. Das dazu. Das Problem, was wir im Augenblick haben in der Bundesrepublik Deutschland, Land auf und Land ab, lässt sich durch Polizei sowieso nicht lösen. Polizei konnte nie gesellschaftliche Probleme lösen. Das will ich mal ganz deutlich an dieser Stelle sagen. Wir haben... Die Polizei arbeitet an den Symptomen. Und Sie arbeiten auch gerade an den Symptomen. Aber wir kommen nicht an die Ursachen heran. Aber eins kann ich Ihnen auch sagen. Die Diagnose habe ich aber schon. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist klar. Ich habe da auch eine. Aber das Problem, was wir haben, ist, und das vielleicht in Richtung Berlin, und das machen wir in Braunschweig jetzt halt komplett anders. Keine Ghettoisierung. Keine großen Einrichtungen, keine großen Einheiten. Denn ich bin jetzt über 42 Jahre bei der Kripo. Ich habe das Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erlebt. Da haben wir den Libanon-Krieg gehabt. Die Älteren werden sich erinnern. Da kamen auch Tausende, Hunderttausende nach Deutschland. Und was ist dabei rausgekommen? Man hat sich später in bestimmte Stadtteile gepackt. Und heute wundern sich große Städte, dass sie diese Stadtteile vollkommen verselbstständigt haben. Das darf jetzt nicht mehr passieren. Deswegen gucke ich nicht so sehr nach hinten. Ich gucke jetzt nach vorne. Mhm. Und deswegen bin ich auch froh, dass der Rat der Stadt in Braunschweig eben genau diese Entscheidung getroffen hat und hat gesagt, wir machen keine Massenunterkunft mehr für die Leute. Es gibt kleinere Einheiten und die größte ist in Braunschweig. Und Braunschweig ist dann ein bisschen größer als ihr kleinerer Stadtteil. Etwa 400, 500 Maximum, aber auch nur einer. Die anderen Einheiten liegen zwischen 50 und 100 Personen, die in Wohnviertel integriert werden. Die Mühe macht sich die Stadt, weil sie das Problem erkannt hat. Ich will einmal noch kurz meine Frage wiederholen, weil ich ja verstanden habe über Ihre Soko, Sie wollten die Wahrheit herausbekommen. Ja. Sie wollten wissen, wie viele Straftaten werden denn von Flüchtlingen eigentlich verübt. Sie sind aber jetzt ratzfatz wieder auf die Massenunterkünfte gekommen. Ich finde es auch klug, weil ich die Frage daran knüpfen will, ob Massenunterkünfte möglicherweise dazu beitragen, dass tatsächlich dann mehr Gewaltausbrüche passieren. Und vielleicht schauen wir uns mal ein paar Bilder davon an, dass dieses Jahr unter Flüchtlingen auch längst passiert. Hamburg, Wilhelmsburg. Ein Flüchtlingslager, 1600 Bewohner. Anfang Oktober, ein Streit zwischen Albanern und Afghanen eskaliert. Berlin, der alte Flughafen Tempelhof.
ein Flüchtlingsheim. Polizeieinsatz nach einer Massenschlägerei am vergangenen Sonntag. Da war ein Kampf zwischen Sicherheitsmännern und Flüchtlingen, weil sie in der Schlange vor der Essensausgabe Familien voneinander getrennt hatten. Es geht einfach darum, dass hier natürlich eine Menge junge, alleinreisende Männer sind, die hier jetzt unterwegs sind. Das führte dann dazu, dass die Aggression sich dann entlud in alle Richtungen. Also es war ein kompletter Spannungsentladung, wie immer man das nennen mag. Herr Küch, Ihrem Wissen nach, gibt es nun mehr Schlägereien oder erfahren wir nur von mehr Schlägereien? Also es gibt mehr Schlägereien, das ist ganz eindeutig. Das lässt sich auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Wir haben das in Braunschweig auch. Das ist eine große Belastung für die Polizei. Weil sie nämlich nicht nur die Streitigkeiten schlichten muss, die da entstehen, sondern auch immer wieder mit dem Elend konfrontiert wird in diesen Bereichen, wo diese ganzen Menschen untergebracht werden. Ich sage mal, jeder Kriminologie- oder Psychologiestudent im ersten Semester weiß, dass wenn Menschen in Massen untergebracht werden, ohne Privatsphäre, ohne sonst irgendetwas, dass die irgendwann austicken, würde ich wahrscheinlich auch. Egal, wo sie herkommen. Und zwar ganz egal, wo sie herkommen. Und da sind wir jetzt, mal beieinander. Das hat mit Ausländern oder Migranten nichts überhaupt nichts zu tun. Ich denke mal, wenn man uns zu 1000 irgendwo in den Hangar sperren würde, dann würde das wahrscheinlich 14 Tage dauern. Dann würden wir uns wahrscheinlich auch gegenseitig den Schädel einschlagen. Wir nicht. Und wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also, aber da muss man ran. Das ist der Punkt. Das ist auch so nicht weiter hinnehmbar. Und auch, ich sag mal, Land auf, Land ab, polizeilich nicht mehr handelbar, denn vorhin wurde es ja auch mal gesagt, wir haben uns in der Tat kaputt gespart im öffentlichen Dienst, fleißig kaputt gespart, man hat outgesourced und die Polizeien sind in den Ländern mittlerweile an der Leistungsfähigkeit angekommen. Und in der Fläche nicht dann mehr muss fahren. Man aber gegen Arbeiten erstößen und umgehen damit, dass sie natürlich auch von Herrn Küch und nicht nur von dem ganz sicherlich eine klare Warnung bekommen. Nochmal dann gefragt, warum gehen Sie sehenden Auges in die nächsten Probleme rein, wenn Sie jetzt in Berlin dann beispielsweise das Tempelhofer Feld, den Hangar öffnen für Massenunterkünfte? Also um das vielleicht noch mal klarzustellen, die ganz große Mehrheit der Unterbringung in Berlin erfolgt nicht in Massenunterkünften, sondern wir haben es geschafft, das ganz oft dezentral zu organisieren. Das ist und bleibt hoffentlich die Ausnahme, genauso wie die Unterbringung in Schulsporthallen die Ausnahme bleibt und nur vorübergehend erfolgt. Ich will dazu vielleicht noch mal sagen, natürlich müssen solche Straftaten auch verfolgt werden, wenn Flüchtlinge dort in einen Konflikt geraten. Aber ich habe auch eine Schwierigkeit damit, wenn man als erstes dann bei solchen Vorfällen sagt, ah ja, die bösen Flüchtlinge. Ich habe Verständnis auch dafür, dass es in so einer Situation, wo so viele Menschen, haben Sie ja richtig gesagt, so eng zusammengefercht sind, dass es da natürlich ein Aggressions- und Gewaltpotenzial gibt. Deshalb muss man sich überlegen, erstmal, wie schaffen wir das eigentlich in diesen Einrichtungen, die baulichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit das eben nicht passiert. Und zweitens, denke ich, muss man, wenn man über Strafrecht redet und Strafverfolgung, auch darüber nachdenken, wo gibt es denn Gewalt gegen Flüchtlinge? Und da gibt es auch genug und das muss erst recht und umso nachdrücklicher verfolgt werden. Also um das mal deutlich zu sagen, meine Position oder unsere Position ist immer die gewesen, es gibt keine kriminellen Völker. Es ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen wurscht, wer da Straftaten begeht. Wenn er Straftaten begeht, wird er verfolgt und das war der Ansatz. Ja. Und es ist vollkommen egal, aus welchem Land er kommt. Herr Gröber, haben Sie eigentlich Angst vor mehr Kriminalität dann in Neugraben-Fischbeck? Im ersten Moment ja. Also wenn man die Bilder, aber ich bin ja durchaus bereit zuzuhören und zu reflektieren. Und wenn ich habe auch die kleine Anfrage von Herrn Gladiator aus der Bürgerschaft in Hamburg, wo die Straftaten in den zentralen Erstaufnahmen alle aufgeführt werden. Und das ist schon auch grausig, wenn man dann 21 DIN A4 Seiten Übergriffe, Datum und Einsatzfahrzeuge, die da aufgeführt sind. Aber also ich kann das mitgehen. Ich kann verstehen, dass man sagt, dass die Menschen sind da auf Enge eingesperrt und das provoziert so ein Verhalten. Ne? Aber nichtsdestotrotz, so Ängste sind ja manchmal auch nicht wirklich rational. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele meiner Mitbürger nicht so reflektiert damit umgehen und dass eine gewisse Angst mitschwingt und das ist schwierig, damit umzugehen. Gibt es denn mehr Straftaten, die Flüchtlinge verüben, um es noch mal ganz klar zu machen, als es Deutsche sind, die Straftaten verüben? Definitiv nicht.
Also der Anteil der Straftäter, die wir festgestellt haben, wir reden von einer Personengruppe von etwa 30.000, die durchgelaufen ist, bewegt sich tatsächlich im Bereich von 1 bis 1,5%. Das ist ausgesprochen gering. Und das sind tatsächlich welche, von denen wir jetzt festgestellt haben, und da hat sich eigentlich mein Verdacht doch bestätigt, dass das größtenteils wirklich Leute gewesen sind oder Leute sind, die im Strom mitgeschwommen sind, um hier Straftaten zu begehen. Das ist auch nicht so ganz neu. Wir haben das Problem immer schon gehabt an Landesaufnahmestellen, dass dort auch Personengruppen mit dabei gewesen sind, die nichts anderes zu tun gehabt haben, als hier Straftaten zu begehen. Deswegen haben wir das beschleunigte Verfahren registriert worden. Das hat doch mit nichts zu tun. Was hat die Registrierungspflicht mit Straftaten zu tun? Das hat mit der Registrierung überhaupt nichts zu tun. Das ist uns auch völlig egal, ob der Ali, Gustav oder Herbert heißt. Die genauen Personalien haben wir sowieso nicht. Weil die meisten ohne Pässe kommen. Das ist das nächste Problem, was die Politik auch noch nicht... 70%. Ne? Ja, das die Politik auch vielleicht noch wissen sollte in dem Zusammenhang. Aber nein, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen. Es sind relativ wenig, gemessen an denen, die wir da haben. Und das haben wir in der Stadt Braunschweig jetzt kommuniziert. Wir haben das offengelegt, wir haben das mit den Bürgern in der Kahlenriede besprochen. Gut, da gibt es immer wieder welche, die sagen, wir trauen euch nicht. Oder du sagst ja nur das, was dein Minister dir vorgibt. Dann kann ich auch nur sagen, ja bitte, dann glaub, was du willst. Aber wir können die Karten auf den Tisch legen, wir haben die Karten offengelegt. Wir hatten vor ein paar Wochen eine große Pressekonferenz, haben der Öffentlichkeit vorgestellt, was wir festgestellt haben. Und wir haben keine Flüchtlingskriminalitätsproblematik in Braunschweig. Wir haben eine Problematik mit ganz vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, die aus welchen Gründen noch immer nicht richtig untergebracht werden können, die integriert werden sollen in unsere Gesellschaft. Aber wenn wir da nichts machen, dann haben wir in 10 Jahren tatsächlich ein polizeiliches Problem. Und deswegen müssen wir daran. Also jetzt dann müssen Sie auch mal die Zahlen nennen, Herr Köch. Und Sie haben das ja gemacht in der VW-Halle unlängst. Da wurden die Zahlen genannt. Und in dem bürgerlichen Stadtteil, den Sie gerade erwähnten, die steigende Kriminalitätsrate in Braunschweig. Ja, kann ich Ihnen sagen. Wir haben angegeben, in dem Stadtteil, den Sie gerade als gut bürgerlich beschrieben haben, wäre ein Kriminalitätsanstieg von 46%. Das ist richtig. Deswegen habe ich ja gesagt. Ja, aber 46%, da sagen Sie, das ist marginal. Bei 30.000 Menschen durchlaufen? Moment. Ja, genau, das ist wie diese Zahlenspielerei. Polemik. Ja, nein. Entschuldigung, Statistiken sollten doch die Wahrheit sein. Also ich werde mit der Statistik nicht arbeiten, weil die Statistik jeder so braucht, wie er sie haben will. Also, die Problematik ist gewesen. Das Gesetz, jetzt hatten wir schon Statistiken, langsam wird es spannend. Jetzt lassen Sie noch mal ausreden. Gut. Ja, da kommen wir aber zu nichts. Ne? Da sind wir nicht beieinander. Nee. Also wir haben einen Anstieg von Wohnungseinbrüchen gehabt. Wir haben das genau angesehen, haben die Täter gefasst, sind mittlerweile rechtskräftig verurteilt worden. Ich sage Ihnen jetzt mal so, dieser Stadtteil hat im Jahr so zwischen 7 und 10 Wohnungseinbrüche gehabt. Der hatte auf einmal 40. So, also, was haben wir gemacht? Kriminalisten ausgeschwärmt, haben die Täter gesucht, haben die Täter gefunden, die Täter sind abgeurteilt worden mittlerweile. Mittlerweile ist es so, dass der Wohnungseinbruchsdiebstahl wieder auf dem ganz normalen Level ist. Kriminalität ist halt da. Aber wir haben nicht mehr die Kriminalität gehabt, die wir Anfang des Jahres gehabt haben, im ersten und zweiten Quartal. Und das ist auch ähnlich bei den Ladendiebstählen. Es lässt nach, es hat sich rumgesprochen, dass wir durchgreifen, dass die Justiz durchgreift, spricht sich auch bei denen rum. Und zwar bei denen, die kriminell sind in diesem Umkreis. Der Rest, die überwiegende Anzahl der Menschen, die zu uns gekommen sind in Braunschweig, verhalten sich vollkommen friedlich und machen überhaupt keine Straftaten. Das ist also, da muss man mal so deutlich sagen, es ist einfach Unsinn. Und eins können wir uns kurz anschauen. Wir können ein bisschen uns anschauen, wie Ihre Kollegen der Polizei Braunschweig arbeiten. Denn immerhin, naja, das gibt schon, dass sie Ladendiebstähle feststellen im Umfeld auch von Aufnahmeeinrichtungen. Ja. Mal gucken. Festnahme eines Ladendiebs in Braunschweig. Für die Polizei kein Einzelfall. Die Zahl der Ladendiebstähle rund um das benachbarte Flüchtlingslager hat deutlich zugenommen. Auch dieser junge Tunesier hat im Supermarkt gestohlen. Lebensmittel. Er hat ein Feinfischbuffet, Räucherfisch, für 9,39 Euro geklaut. Wir müssen jetzt seine Identität feststellen. Laut EDV ist er schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden. Ich will nicht stehlen, aber ich habe Hunger. Mein Geld ist alle. Und ich muss 2 Tage warten, bis ich Neues bekomme. Mein Verständnis hält sich gerade in Grenzen. Ja, also jeder, der hierher kommt, der kriegt auch Essen und Trinken. Und der kriegt auch nebenbei noch Geld. Ja, wenn er damit nicht auskommt, geht es ihm so wie jedem anderen Bürger auch. Hat er sein Geld für was anderes ausgegeben? Gut, you finished? You have to go now. Okay, I finish. Fire. Was droht einem Jungen,
Flüchtling, der ertappt worden ist nach einer solchen Tat? Also das ist jetzt ein Diebstahl geringwertiger Sachen, das ist eine Bagatelle, die wird bei uns erfasst. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet, was so beim ersten Fall dann eingestellt wird. Wir reden auch jetzt hier nicht über solchen, ich sag mal so kleinen Diebstähle. Die haben wir auch sonst dauernd. Wir reden jetzt von Diebstählen, die hochpreisiger sind, also wo Waren wegkommen, die 70, 80, 200, 300 Euro wert sind. Da war der Ansatz, den wir gesucht haben, weil wir vermuteten und auch jetzt mittlerweile bestätigt haben in einigen Bereichen, dass sich unter diese Schar Menschen gemischt haben, die organisiert Ladendiebstähle begehen. Aber das ist auch nichts Neues. Also wir haben das seit Jahren gehabt in Braunschweig. Es waren die Diebe im Gesetz seinerzeit, die Kaukasier, mit denen wir da Probleme gehabt haben. Aber es war jetzt einfach für uns wichtig, mal herauszubekommen, wie kriminell sind die da tatsächlich, die bei uns angekommen sind. Und ich sage es nochmal, auch wenn die Anzahl der Ladendiebstähle gestiegen ist, es sind auch über 30.000 Menschen dazugekommen. Es ist vollkommen normal. Und das muss man rüberbringen. Es ist also nicht so, dass jetzt die Stadt in der Kriminalität versunken ist. Überhaupt nicht. Wir haben sogar im Bereich des Raubes auf öffentlichen Straßen und Plätzen einen massiven Rückgang, weil wir hart durchgegriffen haben. Und wir haben mittlerweile, weil Sie ja die Zahlen hören wollen, mehr als 21 Verfahren durchgezogen mit Hauptverhandlungshaft. Die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Braunschweig hat da sehr, sehr gut reagiert auch auf die Problematik, weil sie auch erkannt haben, dass wir das nicht durchgehen lassen können. Wir haben mittlerweile knapp 20 Personen, die sich in Untersuchungshaft befinden wegen etwas schwererer Delikte. Und insgesamt sind etwa knapp 80 Personen festgenommen worden. Aber denken Sie, es sind 30.000. Ja, aber meinen Sie, den Bürger interessiert das jetzt? Wenn der feststellt, um 46% hat das in Weiden hier zugenommen. Also hier ist ja einer. Entschuldigung, wenn die Kriminalität hat um 46% zugenommen. Ja. Und dann sagen Sie, ja, das musst du verstehen, weil da haben wir auch 30.000 zusätzliche Bürger in unserer Stadt. Sie interessieren sich, Herr Bürger, oder dazu? Sie hatten sich gemeldet? Ja, ich hatte mich gemeldet, weil das interessiert uns natürlich. Also ich kann das verstehen, dass man das nicht dramatisiert, dass man sagt, na gut, wenn 30.000 mehr Leute da sind, dann gibt es auch 30.000, also statistisch irgendwie mehr Ladendiebstahl oder andere Kriminalität. Aber wenn wir als Bevölkerung das in der CU-Arena, wo uns das alles erklärt wird, hinterfragen und der Innenstaatsrat aus Hamburg sich hinsetzt und sagt, Sie wissen genau, die Ausbildung eines Polizisten dauert 4 Jahre und sagt, es gibt keine zusätzliche Polizei. Und wenn ich Herrn Küch höre und er sagt, man sollte dann am Anfang den Menschen gleich sozusagen das Regelwerk geben und sagen, hier neben Ladendiebstahl läuft hier nicht, also dass man da repressiv an den Start geht, dann ist die Frage, wenn es nicht mehr Polizisten gibt, wie wir Bürger dann mit diesen Ängsten denn umgehen. Ne? Und das hat eine sehr, sehr große Empörung ausgelöst in der CU-Arena. Ja. Vielleicht können wir ja erstmal. Haben Sie auch die Sorge? Also ich sehe gerade die Verbrecher nicht unter den Geflüchteten, sondern unter unseren Politikern, insbesondere auf Landesebene. Ehrlich, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss. Und hinsichtlich, dass wir über Wochen und Monate Asylbewerberleistungen aussetzen, medizinische Versorgung nicht gewährleisten, Grundrechte nicht einhalten und uns tatsächlich an wichtigen Gesetzen tatsächlich vergehen auf eine übelste Art und Weise, finde ich 80 Verbrechen eine Bagatelle. Ehrlich, da kann ich nur drüber lachen. Das sagen Sie mal den betroffenen Bürger. Ja, ich bin der betroffene Bürger und ich wohne zwischen zwei Flüchtlingseinrichtungen, die seit 2 Jahren Bestand haben. Und ich fühle mich in keinster Weise bedroht, aber danke der Nachfrage. Ja, Moment, ich rede von seinen betroffenen Bürgern. Genau das ist, was ich meine. Insofern bieten Sie mir eine Steilvorlage. Ich kann doch keinem Bürger mit der Statistik kommen und sagen, pass mal auf. Was ist da passiert? Da ist ein Einbruchsdiebstahl passiert und Sie sind in Ihrem Haus auch angegriffen worden. Statistisch gesehen stellen Sie kein Problem dar, weil es ist eine Marginalie. Nein, es ist keine Marginalie. Das wäre ja die Erklärung. Gehen wir ja auch dagegen vor. Deswegen gehen wir da auch gegen vor. Aber wir müssen differenzieren. Wir dürfen nicht alles im Bausch und Bogen. Da gebe ich Ihnen ja recht. Bin ich bei Ihnen. Ja, dann machen Sie es. Im Gegenteil, wissen Sie was? Ich glaube, dass man in der Tat gerade an diese Problematik sehr besonnen rangehen muss. Das glaube ich auch. Ja. Und dass sich Gerüchte entwickeln, das glaube ich genauso. Aber wissen Sie, es gibt nicht nur Gerüchte. Sie haben eine fast weinende Sozialreferentin in München vor den Kameras, die sagt, wir schaffen es nicht mehr. Und Sie haben gerade die Sexualdelikte angesprochen. Ich habe hier ein Schreiben aus Hessen. Und das ist nicht die AfD, sondern das sind die Damen von Pro Familia und andere, die an die Landesbeauftragte in Hessen einen Notbrief geschrieben haben, in dem sie zum Ausdruck bringen, dass die Situation so schlimm sei
Unterbringung in Großzelten und Ähnlichen, nicht abschließbare Räume, um nur einige Faktoren zu nennen, die Schutzlosigkeit der Frauen und Kinder innerhalb der Fluchtstätte einschränken. Ja. Diese Situation, Frau Bild, spielt denjenigen Männern in die Hände, die Frauen ohnehin an untergeordnete Rolle zu weisen und alleinreisende Frauen als freiwillig behandeln. Die Folge sind zahlreiche Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe. Also, zunehmend wird auch von Zwangsprostitution berichtet. Es muss deutlich gesagt werden, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelt. Schreibt Pro Familia mit mehreren anderen Verbänden, Paritätische Verband in Hessen und so weiter, an die Landesbeauftragte des Hessischen Landtages. Das, also, sind doch Dinge, die man ernst nehmen muss. Aber ich sage Ihnen noch mal besonders. Aber man ernst nehmen. Sie haben sich schon als Verfassungsjurist hier profilieren wollen. Jetzt wissen Sie besser als der Kollege von der Polizei, wie das mit der Entwicklung der Kriminalitätszahlen ist. Könnte das nehmen aber sein, dass die Damen recht haben, oder sehen Sie dafür keinen Nachweis? Nein. Also wir haben vor etwa 14 Tagen hatten wir unsere Bundesvorstandssitzung. Ich habe mit allen Landesvorsitzenden des BDK gesprochen hier in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist häufig auch aus dem Reich der Märchen. Ich hatte am Montagabend... Fünf Wohlfahrtsverbände, Achtung, was ich jetzt sage. Da ist etwas ganz anderes mit gemeint. Ich weiß ja wohl, worum es da geht. Aber da geht es nicht um Straftaten, da geht es um despektierlichen Umgang mit deutschen und anderen Frauen. Der von diesen von einigen jungen Männern Vergewaltigung auch von Kindern. Das ist doch Unsinn. Die seien keine Einzelfälle. Ihr Parteikollege aus Ostdeutschland, Moment mal, an dieser Stelle, hat vor ein paar Wochen im Fernsehen ein Interview gegeben und hat etwas erklärt von einem vergewaltigten 12-jährigen Mädchen. Das stimmt vorne und hinten nicht. Wir haben in Braunschweig ein Delikt gehabt, wo es zu einer solchen Straftat gekommen ist. Es waren 12-jährige Junge. Nein, aber Wochen vorher und ganz woanders. Und sagen Sie es morgen auch noch mal vor der Kamera mit Ort, Zeit und Datum? Da bin ich ja mal sehr gespannt, Herr. Er hat recht, Natürlich recht. Es fällt relativ schwer. Also es gibt diese Straftaten nicht. Wir haben in Braunschweig diese Straftaten nicht gehabt. Wir haben die Probleme mit jungen Männern. Alleinreisenden oder alleinstehenden oder alleingehenden Frauen in einer Art und Weise nähern, die nach unserem mitteleuropäischen Empfinden nicht in Ordnung ist. Richtig. Da gehen wir jetzt aber auch gegen vor und werden den Herrschaften mal auf die Finger klopfen. Das ist aber kein strafrechtliches Problem, das ist ein gesellschaftliches Problem, womit und wir wieder bei der Integration wären. Auch ein Unterbringungsproblem, weil es tatsächlich Familien, Alleinreisende und Frauen getrennt werden müssen. Aber Entschuldigung, in jedem Bierzelt werde ich mehr angemacht als im Flüchtlingsheim. Entschuldigen Sie. Also es ist jetzt mal irgendwie, und 12-jährige Jungs, die vergewaltigt werden, also ehrlich, absurd. Um einen Bogen zu schlagen in der Sendung, was ist, wenn nun doch vor ihrer Tür gebaut werden wird? Weil wir haben noch mal gesprochen, auch mit der Hansestadt und da mit der zuständigen Behörde, der Senatsverwaltung für Soziales, telefoniert. Und die sagen, naja, sie stecken noch in Baugenehmigungsverfahren, aber die wollen das ja eigentlich durchziehen. Was machen sie dann? Also es ist so, dass sich in Hamburg momentan ganz viele Bürgerinitiativen zusammenschließen, dass wir den Druck erhöhen, weil die Situation ist eigentlich in allen Bezirken gleich. Es soll immer eine sehr gerechte Verteilung über die Stadt bis zum Bezirk dann in einem Stadtteil münden. Das heißt, es werden, ich formuliere das ein bisschen polemisch jetzt, einzelne Stadtteile geopfert. Und wir nehmen es nicht hin. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Politik tatsächlich auch die Energie, die in unserer Bürgerinitiative steckt, schon verstanden hat. Und ich möchte ungern Bilder irgendwie vorherzeichnen, dass da Menschen sich wirklich wehren. Ne? Weil wir sehen ganz klar für unseren Bezirk Harburg, dass es Möglichkeiten gibt, die Spannung rauszunehmen. Wenn wir drei Einrichtungen machen mit einer Größe von 1000, dann haben wir schon in der Bevölkerung was gewonnen. Dann haben wir nämlich Mut gewonnen, die Ohnmacht ist weg und dann können wir loslegen. Wenn die Politik sich da aber überhaupt nicht gesprächsbereit zeigt, dann fühlen wir uns als Bürger ja berufen, weiter zu gehen. Aber wie weit das geht, das kann ich im Moment noch nicht vorhersehen. Über Bürgerproteste haben wir diskutiert. Gleich der nachfolgende Film, die Dokumentation, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, macht das auch. Der Film heißt Wir werden nicht gefragt. Bürgerprotest gegen Flüchtlingsghettos. Gemacht haben sie ihn Jan Liebold, Andreas Hilmer, Jürgen Kreller und Jörg Jakobsen. Und da kommt auch Herr Greve mit seiner Initiative noch mal vor. Wir haben es schon mal angetippt. Jetzt möchte ich mich herzlich bei Ihnen für bedanken für die Diskussion. Danke an Sie, dass Sie da waren. Und nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Bis dann. Tschüss.